Herzlich willkommen in meinem Keller. Jetzt kommt im Grunde genommen die Couture-Arbeit, quasi das Sahnehäubchen. Ich weiß, ihr liebt alle den Wattstiefel, aber wir wollen ja auch sehen, wie wir ohne mehrere tausend Euro zu bezahlen, so einen Wattstiefel auch stattfein bekommen. Ich habe mir gekauft mein sehr beliebtes Lackspray. Damit kann ich auch übrigens die Treppe ausbessern, also pfiffig wie immer. Und habe tiefschwarz glänzend genommen. So, gut, dass ich Handschuhe an habe. Erste Ladung schon mal daneben gegangen. Oh, heute mal einfach die Info im Beitrag. Acryllack. Ich habe vorher gelesen, was halt für Gummi gut ist. Acryllack ist ja eigentlich für alles gut. Morgen geht's an den Feinschliff. Ja, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und habe ein mal ganz anderes Outfit dazu gewählt. Das ist tatsächlich eine Fake Chanel Kette aus der Türkei. Das soll so ein bisschen diese Chanel Eleganz auch hier widerspiegeln. Denn der Gummistiefel an sich ist nicht nur für Outdoor-Aktivitäten oder nicht nur für Wald-Outdoor-Aktivitäten. Man kann durchaus ihn auch nicht nur stylisch, sondern ausgefallen gestalten. Und wie ich am Anfang gesagt habe, es ist ungeheuer cool. Der hält oben, auch ohne diese Strapse rechts und links, die ich nirgendwo einhaken konnte. Das ist überhaupt gar nicht nötig. Ich habe extra. Würdest du sie in der Stadt anziehen? Ja, würde ich. Hängt auch schon bereit. So, ja, würde ich. Ich finde meine. Finde ich echt deutlich schicker als die von Chanel. Und ich könnte jetzt auch 3000 Euro dafür verlangen, würde ich aber nicht. Also die haben jetzt ungefähr 40 Euro gekostet. Tja. So, das war mein Zweiteiler über die Wattstiefel. Mir hat der totalen Spaß gemacht und ja, ich gucke mir auch die anderen Modelle an. Ist gar kein Thema. Aber ich wollte euch einfach auch mal zeigen, Style ist niemals eine Frage von Preis. Wir sehen uns nächste Woche. Das wird meine Basis. Heute spreche ich sie. Morgen esse ich der Großmutter ihr Kind.